Ach so, da ist besiegt die Untoten des irgendwo. War das jetzt richtig? Falsch? Whatever? Pass auf, ich gehe jetzt erstmal den Typen hier oben besiegen. Den Xalos schießt mich tot. Weil darum. Wahrscheinlich ist er auch ganz oben. Hallo Xalos. Oh, du hältst schon ein bisschen mehr aus. Naja, egal, bist doch gleich tot. Looten, fertig. Man kriegt kein Leben abgezogen, wenn man irgendwo runterfällt. Wie? Ah ja, gut. Wo zum Henker da? Ich wollte gerade sagen, wo bleibt denn mein Erdelementar schon wieder? Was ist das denn da oben? Ein Pilz. Hm. Also so richtig habe ich das nicht verstanden. Aber ich versuche jetzt immer bei der Gruppe zu bleiben. Irgendwo hier. Nicht durchs Wasser, das bremst. Gott, wo weit ist der? Wie weit ist das denn? Teleportieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, was ich hier mache, wie ich hier hinkomme. Keine Ahnung. Ich finde das alles ein bisschen merkwürdig. Okay. Das war ja einfach. Würdest du mal lieber elementar bitte tanken? Und nicht dastehen wie bestellt, nicht abgeholt? Du gehst auf Folgen. Schon wieder eine Quest angenommen. Da hinten ist noch so ein Stachel. Ah ja. Vielleicht sollte ich mich von so Abenteuern lieber fernhalten, weil so richtig... Weiß ich nicht, also... Oh, man kann mehr als 20 stapeln. Sehr schön. So, was haben wir hier Schöne drinne? Weniger Int, weniger Ausdauer, bisschen mehr Rüstung, mehr Weisheit. Aber blau. Oh, guck mal, ein Artefakt. Nehmen wir.
Ihr habt die Quest bereits angenommen. Oh, habe ich die auch vorgelesen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ach, die respawnen. Ich könnte mich an sich neben so ein Ding stellen und immer wieder drauf warten, bis der respawnt, okay? Habe ich. Und jetzt? Besiegt ewigen Kultisten beim Todrin-Anwesen. Ja, hier. Aber die sind recht schwach gegen Feuer, wa? Das finde ich gut, dass die dann auch schwächer dagegen sind. Oder ich habe einfach zu viel Power. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich komme hier irgendwann noch mal hin. Das wäre sehr schön, weil... Es ist ja auch... Ich weiß auch nicht, wie lange das immer geht und ob das dann noch weiter oder nicht. Ich finde das sehr, sehr skurril. Ich habe das noch nicht ganz verstanden mit den Abenteuern. Ob das sozusagen, ja, ich renne jetzt mit euch 3 Jahre lang im Kreis... Bis ich irgendwann einmal irgendwo angekommen bin, unter Umständen vielleicht. Und ja, ich habe das gerade absichtlich so in die Länge gezogen. Oder ob das jetzt wirklich irgendwie... Und ob das überhaupt einen Sinn hat oder ob man da wirklich nur hingeht und quasi... ja... Man kriegt halt Geld dafür oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es kann beides möglich sein. Ich weiß wirklich nicht. Das steht leider auch nirgends richtig beschrieben. Aber man rennt hier eigentlich auch nur im Kreis. Und das finde ich echt ätzend. Da habe ich lieber geradlinige Quests, die mich von einem Gebiet ins nächste führen. Sodass ich weiß, okay, wenn ich jetzt das mache und dann mache ich das fertig, dann renne ich ins nächste Gebiet, mache dort das und das und dann ist wieder gut. Das ist halt was, was mir nicht gefällt. Besiegt Klingenkeiler. Naja, würde ich sagen, warten wir die nächste Belohnung ab und verlassen dann die Gruppe, weil das ist mir irgendwie blöd. Sag ich, wie es ist. Mal gucken. Yay, Seelen. Stufenaufstieg. Wieso ist der jetzt rot? Und nicht wie sonst blau? Die Viecher halt so nischt aus. Oh. Was machen die anderen? Bedarf. Da machen wir auch Bedarf. Oh. Ihr macht alle so gar keinen Schaden, ne? Ihr braucht so lange, ihr die kaputt habt.
Oh, was hast du denn da gefunden? Rogner. Oh. Machen wir mal Bedarf. Ich habe sogar einen Schlüssel dafür, glaube ich. Nein. Ah ne, das wäre sowas gewesen. Habe ich aber nicht. Okay. Oh, was ist der denn? Ach, das ist zu Ende. Gut. Sehr schön. Ignorieren. Ich will die Gruppe verlassen. Mir reicht's. Ich meine, war ja ganz nett, aber ne. Schön, dass vorbei ist. So schön wie es war, ist schön, dass vorbei ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal schnell verkaufen. Gucken dann, wo wir hingeschickt werden, beziehungsweise was wir an Quests noch haben. Gut, euch zu sehen. Xalos, der Dämon der Leere, ist tot. Gut gemacht. Hoffentlich lassen die Angriffe der Untoten jetzt nach und wir können uns anderen Bedrohungen widmen. Oh, Schultern. Sehr schön. Nehmen wir. Ihr habt hier großartige Arbeit geleistet, das Hanna. Das war aber möglicherweise erst die Spitze des Eisbergs. Einige eurer Skeptikergefährten behaupten etwas ziemlich Besorgniserregendes. Angeblich hat sich im Narbenmoor eine Armee der Toten erhoben. Ich hoffe, ich komme nicht umhin, mich daran zu erinnern, dass das der Ort ist, an dem die Truppen von Jakub, dem Tyrannen, den Tod fanden und habe Angst davor, was das zu bedeuten hat. Gut. Also nicht gut, dass er Angst hat, sondern jetzt gehen wir dahin, wo wir eben waren, wo wir noch ein paar Untote tot machen müssen. Vorher verkaufen wir noch was. Bauernhacke, Dimensionsgegenstand. Ach so, ja. Kann ich ja da absetzen. Handwerk. Weißt du was, hier komm weg. So. Weg. 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 Auch weg. Weg. Ah, ich brauche eine Bank. Man sieht sich. So, wie kommt man nochmal zu dem... Okay, erstmal Seelenbuch. Kann ich jetzt das weiter skillen? Danke. Macht er nämlich mehr Schaden. Und... Nee. Wie kam ich denn... Dimensionen. Meine Dimensionen. Freunde, öffentlich. Ich weiß nicht mal, was ich in diesen Dimensionen machen soll, außer dass ich da dekorieren kann. Ich meine, ich finde das ja toll, dass ich das hier dekorieren kann, aber... Hier. Herzliches Beileid. Nö. Kann genau so stehen.